willkommen zu einem neuen Vlog. Ihr seht schon die Umgebung, wir sind hier vor der Festhalle, denn heute Octagon 57. Ihr seht, neben mir ist noch keiner, keine Ahnung, wo der Catch schon wieder abgeblieben ist. Keiner weiß, ihr kennt die Unpünktlichkeit von Jakob, warum wir nicht drüber reden. Octagon 57, kranke Kämpfe, Eckerlin und alles drum und dran. Gegen Brosch. Ach, guck mal, ihr seht schon, der Unpünktliche ist wieder da. Der Unpünktliche. Wie geht's dir? Gut, selber? Hey, Hakan, was geht ab? Wie geht's euch? Wartet ihr auf wen? Ja, auf dich, Alter. Auf das Beste muss man ja warten, auf das Gute muss man warten. So klingt das Sprichwort in Slowakei. Guck mal, die slowakischen Leute sind immer unpünktlich. Gehen wir einfach Richtung Halle. Aber wir sind immer am Start. Endlich da. Festhalle. Ich freue mich. Nein, so ist ganz schön klar. Was? Er hat uns so angelächelt, ne? Oh Gott, was machen wir mit dem Alter eigentlich? Ich weiß nicht. Die ganze Zeit heult er rum. Wo bist du? Björn wartet schon auf uns. Wo bist du? Der hier alles organisiert, der Arme, der ist schon beschäftigt mit Arbeit, alles drum. Wie ist die halt, ne? Ich arbeite nicht von 9 bis 16 aktuell, ich arbeite von 7 bis 7, Alter. Von 6 bis 17 Uhr bin ich unterwegs. Ah, okay. Was ist denn hier? You fine? Yeah, good. Do you have a ticket? Jaka. Perfect. Oh, come in. I'll show you to you. Er soll sich um diese Sachen kümmern, Alter. Ich genieße einfach nur. Guck mal jetzt. Wo steckt der, Alter? Wir haben uns sofort vergessen, Alter. Most things are the same as last time. Also, was ist das? Warum wir schlecht zu reden? Ja, ich doch. Ich spreche halt gut Englisch, wisst ihr, was ich meine? So, ja, kann es halt einfach nicht. Fuck you, bitch. Alles gut? Auf Englisch, gut, ne? Hast du es gemerkt? Yes. Was ist deine Schuhe? Das ist original. Aha. Original. Bei dem läuft. Ich bin wie ein Obdachloser. Kein Geld. Aber eher original, Alter. So, jetzt gehen wir zu meinem Kollegen. Zu Michael Degger. Julian, ihr seid schon. Wir sind jetzt wieder so. Ja. Machst du nochmal solche Predictions? Ah, Quatsch. Ich hab Angst jetzt. Also, du bereust das nicht. Nein. Würdest du nochmal machen? Das ist Jakob, sein bester Freund, der Jedi. Akon Wandless. Akon Wandless. Also, wie macht der mal? Oh! Der ist ja auch hier! Hey, hast du eine Zimmerin-Gerne oder was? Bitte? Hast du die Zimmerin-Gerne? Ja, offiziell. Wo ist Kroatien? Ja, Georgien ist das einzige Land. Wie läuft's? Alles gut, bei euch? Ja? Wie geht's dir, Mann? Gut, alles wie geht's dir? Der wichtigste Mann in Österreich, was er mir mal angeht. Den schleppt sich auch immer mit. Er bringt Stimmung. Ja, auf jeden Fall. Wir sind langweilig mit Julian. Also Julian ist langweilig. Nein, beide. Beide? Ja. Sag ich es dir, der ist so. Wann seid ihr gekommen? Mittwoch. Du bist mit dem Auto gekommen, gell? Ja. Immer mit Auto, egal wo. Das geht ja. Oh Gott, Alter. Ey, wird geil. Geil.
Es wird Split Decision für Odonjo, sage ich. Ich sag Split Decision, Andriy Dashori. 29, 28, 28, 29, 29, 28, 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
fight. Dit is geen eerlijk strijd. Op de hoek, ik heb niet eens op tijd. Het is 5-4, ik ben op de ring en ik praat niet over een bokser. Ben ik in de store, ik ben een morser. Ik ben in de field, dat ik crosser. Ik zit hier klok van, ik heb een kans op de boek. Zeg die mannen dat ik hier ben. Fresh dress net een weekend. Moet hem neerhalen als we bieven. Die mannen weten dat ik ziek ben. Moet soms rijden, hoesten of niezen. Zeg die kaai grap of valiezen. We gaan sowieso niet verliezen. Keita! 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 So, ihr Lieben, das war's. Octagon 57. Ganz kurz. Eminem oder was? Eminem. Lass mich erst mal reden. Okay, Octagon 57 ist Geschichte. Es war ein stabiles Event, auf jeden Fall mit ein paar Überraschungen. Aber ja, am Ende des Tages, Main Event, Christian Eckelin hat gewonnen, hat auch die Karriere von seinem Gegner quasi beendet. Und wir können uns natürlich jetzt freuen, das war die beste Werbung für den Frankfurter Stadion. Event Octagon 61, der am 12.10. am Start ist. Und da wird der Kampf um den King of Germany sein, zwischen Christian Eckelin und Christian Jungwirth. Was sagst du dazu? Das wird ein brutaler Kampf, 5-Runden-Kampf, es gibt wahrscheinlich so einen Special-Gürtel oder sonst was. BMF. BMF-Gürtel von Octagon. Ja, was soll man dazu sagen, das spricht alleine Bände. Es wird geistkrank, hol euch unbedingt die Tickets, wenn nicht, seid ihr verrückt, wenn ihr, dann liebt ihr kein MMA. Yes. Nein, aber es wird Wahnsinn, 12. Oktober, markiert euch das. Zu dem Event nochmal, du hast schon gesagt, ein paar Überraschungen, also der Sieg von Fabor zum Beispiel, ich fand ihn vielleicht nicht überraschend, aber wie deutlich es war, wie gut er es gemacht hat gegen Sani Kietze, war schon beeindruckend. Ja, was hatten wir noch? Ein bisschen schade für Marc Dussis, dass er verloren hat, ja, weil er eigentlich auf einem guten schade. Weg war in der ersten Runde. Aber es ist halt MMA, so ist das im Sport, sage ich mal. Und auf jeden Fall gute Besserung. Ich glaube, sein Arm wurde bandagiert. Gucken, was da ist. Ansonsten, was hatten wir noch?
Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Uns hat auf jeden Fall gefreut, wieder in Frankfurter Festhalle dabei zu sein. Da hat das Ganze angefangen. Und wir alle drei waren bei den ersten Events, wir waren bei diesen Events, wir werden ganz sicher auch bei nächsten Events dabei sein. Ja, Frankfurt ist immer geil. Ja, Mann. Und ja, ich würde einfach jetzt langsam aber sicher Schluss machen. Hakan geht schlafen, diese geht schlafen und ich muss noch 120 Kilometer. Selber Schuld. Du schlafen? Ja. Warum grinst du denn so? Weil du fahren musst. Du Penner. Ja, kein Geld für Hotel, ne? Was soll ich jetzt, was soll ich sagen? Okay, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugeguckt habt. Wenn ihr das so getan habt, klickt mal unten auf den Button, folgt uns gerne, unterstützt MMA ohne Maske, YouTube, Instagram, TikTok und lasst unser Kanal größer werden. Für euch, aus.